Willkommen zurück zu einer neuen Folge. Ich möchte heute gerne mal nicht ruckeln, nein. Ich möchte heute gerne mal etwas rumerkunden. Und vor allem nicht auf diesem Planeten, nicht schon wieder. Wir könnten ja auch mal, nein. Wir könnten ja auch mal hier auf den großen Mostly Harmless. Machen wir einfach mal. Schauen wir uns mal an. Genau, Fuel haben wir auch noch ein bisschen drin. Und ich lege währenddessen mal so ein paar Sachen hier rein. Gerade auch die Rohstoffe muss ich zuerst mal nicht mitnehmen. Und die Stimpacks. Vielleicht helfen sie uns irgendwann mal, man weiß es nicht. Wasser, Kupfer, gut, Wasser. Nehme ich mal die Hälfte mit, sollten wir was brauchen, Nahrung. Nehme ich mal das mit, aber der Rest hier, das kann rein, das kann rein, das kann rein, das kann rein. 18, 1, 15, 16. Okay, meine ist besser. Gut, hier, ja. Von dem hier kann alles rein, ehrlich gesagt. Können wir dann wieder ein bisschen paar Dinge verkaufen. Das ist, denke ich, nicht schlecht. So. Und wir gehen mal nach unten. Auf den Forest-Planeten. Und hier haben wir gleich die erste Ruine. Ich bin begeistert. So. Gleich erstmal Waffe raus. Neuer Planet. Egal. Waffe. Tomaten. Soll ich hier Bäume mitnehmen? Vielleicht einfach mal wegen den Setzlingen, aber an sich müssen wir das gerade mal nicht. Ah, eine Möhre. Oh, Kohle. Das ist ja auch ein schöner Startplanet gewesen mit der ganzen Kohle hier. Wow. Ist ja richtig viel hier. Aber gut, gerade bei Höhlentouren braucht man da auch ganz schön viele. So, 33 Kohle geht noch. Aber es wird ja noch mehr. Es wird tatsächlich noch viel mehr. So. Okay. Mit Eichhörnchen hat mir nichts getan. Ui. Ui. Kleine Pilzfreunde. Tun die mir sofort was? Hey, ihr tut mir gar nichts. Cool. Wenn die mir nichts tun, dann tue ich denen auch nichts. Dann nehme ich nur so ein paar Sachen mit. Gut, Bücherregal lasse ich den mal drin, die Fenster. Ich mag die Fenster im Allgemeinen, aber ich lasse die den auch mal. Ach, was, hier gibt es mehr davon? Cool, Pilze. Pilzbrot. Kann man auch Pilze mitnehmen, ja. Das hier kann ich eigentlich mal... Kriegt man auch Pilze raus, okay.
Wow. Okay, nochmal eine 9. Wow. Da gibt's ja richtig viel davon. Plant Fibers und Pilze. Wobei ich sagen muss, im echten Leben niemals esse ich keine Pilze. Schmeckt mir wirklich, also überhaupt nicht. Aber hier mal so, warum nicht? Wir haben jetzt auch einen Setzling, wo wir Pilze mal anbauen können. Oh, es ist Nacht geworden. So. Nehmen wir mal noch den großen hier mit. Und natürlich wieder ganz viel Kohle. Also bis jetzt gefällt mir der Planet gut. Ich hoffe ja, dass noch ein bisschen was in Richtung Ausräumen und Mitnehmen kommt. Da kann man mich ja immer für begeistern, wenn man irgendwie Geld machen kann. Also nee, nicht mit allem. Mit allem wirklich nicht, aber mit so ein paar Dingen schon. Es muss halt ehrlich sein und nicht so irgendwie was Dubioses. Kleines Kackvogel. Ein kleines Kackvogel, Mann. Gut, wenn ich jetzt hier mal nicht jeden Pilz treffe, ist jetzt nicht so schlimm. Halt, Pixel. Wir haben lange keine Truhe mehr gefunden, wollte er sagen, bevor er durch eine Kiste, die er fand, korrigiert wurde. Eine Waffe. Damage per Shot 12. Gut, muss man mal ausprobieren. Okay, gut, hier muss ich jetzt erstmal noch nicht rein. Wir können ja einfach mal ein paar Planeten erstmal anschauen. Okay, eine Ruine offenbar. Mit einem Stuhl. Aber mehr leider auch nicht, schade. Noch eine Ruine. Okay, hier ist aber auch nur das. Das sieht auch aus wie hingebaut hier. Mit den Steinen sieht auch cool aus, es hat was. Sieht cool aus. Okay, nochmal Tumor. Ein Haus. Yay. So. Okay, das Haus an sich finde ich schon mal ganz gut. Kiste, eine Truhe. Mir gefällt auch die Uhr hier, die mag ich. Schauen wir mal rein. Ja. 0,5 Rüstung. Gut, unsere Rüstung ist halt besser, ne? Aber natürlich nehme ich es mit. Eine Eulenuhr. Nehme ich mit. Bett nehme ich mit.
Ja, ich nehme solche Sachen halt wirklich mit. Einfach, weil ich es kann. Okay, sieht ja schon mal nicht schlecht aus bis jetzt. Gut, ich lasse trotzdem mal ein paar Früchte. Und ein Haus. Gut, hier muss ich eigentlich... Ach komm, oder? Na gut, ich nehme es mit. Habt mich überredet, ich nehme es mit. Ah, die Türen lasse ich drin. Und eine Kiste. Damit sparen wir schon 2. Aber eine schnelle Feuerrate. Na, muss mal ausprobieren. Mal gucken. Rüsten wir vielleicht erstmal die hier aus. Das andere mal auf der 2, auf der 3, auf der 4. So. Na, energietechnisch schon schwierig. Rüsten wir gerade mal die andere aus. Hatte eben im Vergleich zu dem zu der anderen wieder eine langsame Feuerrate. Oh, was sind das hier für Blöcke? Die sehen interessant aus. Oh, wow. Die dauern ja ewig. Was ist das? Blöcke? Geht ja mal kaputt? Ich glaube, die gehen nicht mal kaputt. Okay, ich lasse das jetzt mal. Sonst sitzen wir da morgen früh noch dran. Genau, ich werde jetzt in der Folge noch nicht gleich in die Mine gehen. Ich werde erstmal ein bisschen erkunden. Okay, die war ganz gut. Die ist, ja doch, die ist ganz okay. Und ein Pilzhaus. Freue mich. Ich nehme ja gerade mal noch die Dinger mit. Gut, da unten sind noch ein paar Geldkassetten. Ich lasse das jetzt einfach mal. Okay. Eisen, Kobbel, Climbing Rope. Okay, ja, geht schon. Rest kann man dann gewinnbringend veräußern. So. Ich finde, und die Ranken, all hier, diese Dinger sehen cool aus. Eine Pilzkiste. Mit 20 Pilzen. Oh mein Gott. Die Kiste ist cool, die möchte ich, denke ich, behalten. Auch wenn ich das nicht mit Bestimmtheit sagen kann. Hi. Oh, er wurde angegriffen. Von was denn? Carrot Seed, Pixel. Shumi Chair Blueprint. Ein Stuhl, okay.
Okay, die Waffe ist auf jeden Fall nicht schlecht. Wenn man damit gut treffen kann. Ui, ich muss ja hier mal... Willst du was von mir, Vogel? Okay, ich nehme trotzdem noch mal eine Bandage dazu. Yay! Aua! Es tut doch weh, wenn man auf mich schießt. Okay, Lagerfeuer mit Bänken, mit Holzstämmen als Sitzgelegenheit. Das ist nämlich genau das, was ich meine. Solche Dinger bringen einen auch gerne mal um. Deswegen ich diese Dinger nicht wirklich mag. Aber okay, jeden seins. Okay, hier ist wieder so ein Turm. Chips, das, okay. War hier noch was drinnen? Nein. Also doch, aber. Wie gesagt, ich nehme den dann auch nicht das ganze Haus auseinander. Schön, dass man auch den Boden so ein bisschen absuchen kann. Aber dort scheint dann doch nichts mehr zu sein. Ich nehme hier mal extra für euch die Taschenlampe. Dass wir alle was davon sehen. Okay. Wenn man sich mit der Waffe Mühe gibt, dann geht's schon. Dann hat man damit gar nicht so die Probleme. Wow. Ich schaue immer auf den Bildschirm und nicht auf die Tastatur. Okay, da oben ist leider nur ein Pilz oder ganz viele Pilze. Hey, na Kollege? Hallo? Oh, wir können hier kaufen und verkaufen. Das brauche ich nicht. Hält. Eine Maske und ein Hut. Gut, brauche ich eigentlich jetzt nicht so wirklich. Kann ich ihm Pilze verkaufen? Alter, können wir dem hier viel verkaufen. 1500. Aber da die Pilze eigentlich immer so viel bringen, müssen wir das jetzt auch nicht hier verkaufen. Vor allem für den Fall, dass wir nochmal sterben sollten. Ein Zelt in einem Haus, ernsthaft? Hi.
Mushroom Block brauche ich nicht. Hut brauche ich auch nicht. Tut mir leid, ich wusste nicht, dass man mit dem jetzt handeln kann. Das ist ja geil. Das ist voll cool. Ich lasse den jetzt das Haus mal ganz. Und ums gleich das nächste Haus. Cool, da sitzt dann hier sogar drauf. Ey! Ey, lass mich mit reden. Come closer. Oh. Der ist gerade da unten gestorben. Das ist ein bisschen schade. Dann nehmen wir jetzt aber erstmal noch die Bude von dem auseinander. Dass wir seinem Andenken Tribut zollen. Oder irgendwie sowas. Gut, 5 Fackeln kann man eigentlich immer mal gebrauchen. Auch eine gute Spitzhacke, die ist auch nicht zu verachten. Ja, das gab gerade etwas mehr, wie man gesehen hat. So, nehmen wir noch ein bisschen Zeug mit. Also wir haben dann auf jeden Fall wieder Dinge zum Verkauf. Okay. Insgesamt gefällt mir das hier in dem System auf jeden Fall. Ich wusste doch, dass da eine Kiste ist. Okay, zack, zack, zack. Irgendwelche Drone-Digger. Stone Rubble. War das das, was wir vorher nicht abbauen konnten? Ist das das? So, Karotten. Man bekommt ja hier leider keinen Fisch auf diese Art und Weise. Bisschen schade, aber na gut. Halt Kaffee. Nehme ich mit. Ganz kurz mal hier reinleuchten. Ja, okay, nicht. Was jetzt so besonders wäre. Halt Karotte. Und ein Haus mit einem Pilzkopf. Erstmal die Türen zumachen. Hey, bleib hier. Oh, da ist noch ein Haus. Okay, komme gleich. Ich nehme euch gleich alles auseinander. Metal Model Component, was? So viel? Hiker Backpack. Hm.
Gut, da tun wir lieber mal den hier wieder rein. Safety Helmet, okay. Halt. So. Sein muss, muss sein. Campfire, ich nehme auch mal das Campfire mit. Boah, die Sessel sehen ja geil aus. Was Stimpacks. Ein paar Pixel. Zack, alles mitnehmen. Gut, darunter gehe ich jetzt mal nicht. Hier im Untergrund gibt es eh noch bestimmt jede Menge Kisten. Okay. 7,5. Und 20 Leben. Die hat 12 Rüstungen. 20 Leben, die hat 10 Leben, aber andere Sachen, die gut sind. Na gut. Oh, guter Blueprint für die Kiste, 14. Okay, das, die Waffe ist auch nicht wirklich gut. Aber ich beschwere mich nicht. Das wäre das Letzte, was mir in den Sinn kommt, mich hier darüber zu beschweren, dass ich nichts bekomme. Wie gesagt, alles können wir verkaufen, verkaufen. Und wenn nicht, dann müssen wir es halt wirklich dann weghauen. Ich meine, es gibt so viele Planeten. Da sollte es uns nicht so schwer fallen, wieder neue Dinge zu finden. Den anderen lasse ich gerade mal stehen. Da ist gleich wieder ein Haus. Ist ja pilzige. Ja, hier sind wirklich viele Pilze, meine ich so rum. Ah. Auch wieder etwas voller das Haus. Nein, ich wollte eigentlich mit ihm reden. Okay, mit ihm kann man nicht reden. Wooden Crafting Table, aha. Ja, hier sind so ein paar Dinge drin. So eine Laterne für innen reicht. So, hier nochmal. Oh, die halbe Stunde ist schon vorbei. Egal, wir machen noch ein paar Minuten. Es drängelt gerade nicht ganz so dolle. Kann man denen nicht irgendwie helfen? Ah, hier, Mushroom. Mushroom Sword. Na, okay, das ist jetzt auch wieder die Dinge, die ich nicht unbedingt kaufen möchte. Können ein bisschen was Besseres haben zum Teil. Das wäre ganz cool. Warum mehr so nützliche Dinge. Drüben leuchtet es. Warum leuchtet es da? Wegen so einer doofen Pille. Ja, wegen so einer blöden Pille. Gut, hab nichts gesagt. Sucht er jetzt Ärger? Du bist doch der gleiche. Ja, der ist exakt der gleiche. Gibt es ja noch ein paar Dinge zu mitnehmen. Kaffee. Ja, wir werden dann am Ende der Runde hier wieder viel zu verkaufen haben.
Schade, ich dachte, da gibt es vielleicht wirklich was unten drunter. Na gut. Das Viech... Ah, nee, das... Die Glühwürmchen leuchten. Man denkt immer, wenn da was leuchtet, dort könnte ja was Schönes sein, aber... Meistens ist es nur Rotz. Also, Sachen zum Verkaufen. Moment, das sieht doch sehr nach mir aus. Ich, ja, hier waren wir schon, okay. Haben wir den Planeten doch in einer halben Stunde geschafft? Ja, genau. Na gut, gehen wir mal wieder auf Löb-Planet. Was mich jetzt interessiert, Steak, können wir jetzt direkt zum Outpost beamen? Ich meine, wir haben ja jetzt hier ganz viel Zeug. Das, was wir verkaufen könnten. Ich versuche jetzt einfach mal alles davon mitzunehmen. Denn einiges davon werden wir einfach nicht brauchen. Oh. Oh. Das Inventar ist komplett voll. Okay, was kann raus? Raus. Hier der Hälfte. Raus. Gut, das tun wir auch mal raus. Wobei die Flares können rein. Raus. Ja doch, eine Bombe kann auch mal raus. Raus. Bleibt drin. Bringen die was? Gut, dann tue ich sie raus. Die Dinger bringen nichts. Okay. Safety Helmet. Ich mal raus. Stimpack raus. Zucker raus. Das raus. Der bleibt mal drin. Der bleibt. Die Bücherregale lasse ich wirklich mal raus. Die Kisten bleiben drin, die Setzlinge raus. Oh. Hier geht's weiter mit dem fröhlichen Sortieren nach Gedönse. Raus. Moment, bringt Öl was? Okay. Und jetzt haben wir das Ding voll gemacht und jetzt probieren wir mal unser Glück. Outpost. Eigentlich können wir jedes Ding hier sowas setzen. So einen Teleporter setzen. Würde uns nicht wehtun, wenn ich da ehrlich bin. Na, jetzt verkaufen erstmal Sachen. So ein paar zumindest. Halt, Sell. Okay, die kann man nicht verkaufen, schade. 32. Sieht gut aus. Okay. Betten. Der Rest ist eigentlich komplett hier. Crates, das. Crafting Table. Zwei von den Kisten. Von den Regalen sage ich auch mal zwei. Zwei Hocker. Einige von den Tischen. Die Lagerfeuer. Die Betten. Gut, die Uhren lasse ich mal. Wie viel bringen die? Auch ein bisschen was. Die Kisten der Hälfte. Die Türen mal nicht. Die Kisten können weg. Okay, von den Stühlen hier auch die Hälfte. Und eigentlich auch die ganzen Pilze wollte ich gerne verkaufen. Die Waffe. Und hier auch zwei. So, 2767. Bam. Jetzt haben wir fast 5000 Pixel. Ich freue mich wie ein kleines Kind. Oder ein Schulmädchen, wahlweise. Shroom Chest, Shroom Share. Aha. Ah, hier haben wir gleich wieder Müll zum Verkaufen. Die Leute stehen hier oft drauf, sowas. Ist
einzige Mülleimer der Station. Das wäre schade. Ich dachte, es gibt da oben vielleicht auch nochmal einen. Hier ist noch einer. Komm, hab was Schönes drin. Und komm, dieses Glück lasse ich. Bietest du mir was Neues an? Futured Funcha. Die Lampen sind eigentlich ganz cool, aber okay. So ein Kolonie-Deed wäre vielleicht bei uns auch nicht so schlecht. Dass man da vielleicht mal zwei noch eintut und dann mal schauen. So. Sollte man das im Hintergrund gerade gehört haben, es tut mir leid, ich kann einfach nicht für so viel Dämlichkeit. Es tut mir leid. Genau, hier der hier kostet ja 1 pro Stück, also wenn ich jetzt 100 kaufe, müsste ich 100 bezahlen. Und da schauen wir jetzt einfach mal ein Stück weiter. Wo war das? Hier offensichtlich nicht. Und jemand? Kann ich doch irgendwo... Nee. Hm, wäsch grad nie. Auf jeden Fall konnten wir irgendwo hier Plutonium-Dinger kaufen. Na gut, egal. Soll jetzt erstmal egal sein. Wir haben ja momentan noch ganz schön viel Treibstoff. Zack. So, zum Schiff. Und dann würde ich sagen, machen wir einfach weiter in der nächsten Folge. Wie gesagt, sorry, sollte man das Gerede gerade gehört haben. Und bis dahin trotzdem eine schöne Zeit. Tschüss.